Mein Name ist Ahmed Altan. Ich bin 68 Jahre alt und arbeite seit über 40 Jahren als Journalist und Schriftsteller. Ich habe mehrere Bücher verfasst und war 5 Jahre lang Chefredakteur der Tageszeitung Taraf. Die liberale Zeitung wurde am 27. Juli 2016 von der AKP-Regierung geschlossen. Die Medienstiftung der Sparkasse Leipzig hat mich für meine investigative Arbeit mit dem Preis für Freiheit und Zukunft der Medien ausgezeichnet. Ich bin ein überzeugter Demokrat und setze mich für die Grundrechte aller Bürgerinnen und Bürger ein. Deswegen wurde ich am 11. September 2016 verhaftet. Seit nunmehr über 730 Tagen sitze ich im Gefängnis. Ich wurde am 16. Februar 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Anschuldigung lautet Zusammenarbeit mit der Gülen-Bewegung und Mitwirkung an dem Versuch, die Verfassungsordnung der Türkei mit Gewalt zu ändern. Im Gefängnis habe ich ein weiteres Buch geschrieben. Sie können mich in Haft halten. Vielleicht werde ich die Welt als freier Mensch nie wieder sehen. Doch zum Schweigen werden sie mich nicht bringen. Mein Name ist Ahmed Altan. Ich bin Journalist, Romanautor, Dichter.